Jo Leute, was geht? Euer Aris kommt wieder am Start mit einem C5 Gameplay und mit einem Commentary und ja, es ist ein Gameplay auf Dächer-Teamkampf mit Compact. Ich fragte sicher, warum ich immer Teamkampf spiele. Das liegt einfach daran, wenn ich jetzt Fahne erober mit Compact spiele, werde ich ungefähr so 1% schon haben, aber naja. Auf jeden Fall, es hat sich ein Kommentar. Abonnent hat es in die Kommentare gewünscht, dass ich mit dem spiele. Leider nicht live. Ich habe mir gedacht, ich habe auf Mic Audio eingestellt bei Display Recorder. Aber alles umsonst gelabert, Alter, und dann hat es die Stimme aufgenommen. Deswegen ist es nur Gameplay geworden. Es ist wieder 16:3 oder so irgendwas. Bomber ist auf jeden Fall drin. Und ja, kein besonderes Gameplay oder so. Auf jeden Fall, wie ihr in der Videobeschreibung gelesen habt, Elgato ist bestellt, oder wie ich es nennen werde, muss ich schauen. Also Leute, ich habe mir die Elgato wirklich bestellt bei Amazon. Alles zusammen hat so 160 Euro ausgemacht. Es wird ein bisschen mehr, glaube ich, kosten wegen die Versandkosten. Auf jeden Fall Elgato um 114 Euro. Die haben es jetzt verbilligt, weil die neue Elgato jetzt auch schon kommt. Aber die neue Elgato, das ist mir viel zu teuer. Das kostet irgendwas mit, wird fix so 200, 250 Euro, kann ich mir schon vorstellen, dass es kosten wird. Und ich brauche die Elgato eigentlich eh nur für meinen Channel, und MC5 hat jetzt nicht die größte Qualität und alles. Ich wollte einfach nur, dass es nicht so ruckelt und alles, dass ich besser aufnehmen kann, dass ich bessere Videoqualität habe und alles. Und generell könnte ich mal einen Konsolenkanal könnte ich mal machen und dann auch aufnehmen. Aber das liegt alles an den Sternen, Leute. Das muss man, wenn dann mal gut überlegen und alles. Und vor allem würde dann die Zeit fehlen, weil ich möchte eigentlich für den Kanal viel mehr machen, weil der was mitgekriegt hat, ich habe ja mal einen zweiten Channel gehabt, CrisBLB, da habe ich auch so 25 Abos gehabt oder so, ohne Ankündigen auf den Channel halt. Und ja, den habe ich dann gelöscht, weil erstens, ich habe mich viel mehr auf den CrisBLB konzentriert und nicht mehr auf iOS Gamer. Und deswegen habe ich ihn gelöscht und dann habe ich viel mehr bei iOS Gamer wieder down. Es ist halt so, weil wenn man Mobile Gaming am Sack geht, dann mache ich einfach keine Videos, weil ich nicht motiviert bin und alles. Aber ich schweife jetzt schon wieder ab. Die Elgato haben wir bestellt, ja, mit HDMI-Adapter, Lightning für iPhone 5 und ein HDMI-Kabel 1,5 Meter lang um 5 Euro. Das hat aber 4,5 Sterne, das HDMI-Kabel. Also haben wir gedacht, das kann sicher nicht schlecht sein, wo es nur 5 Euro kostet, aber wenn die so gute Bewertungen hat. Normalerweise ist es immer wichtig, dass man HDMI-Kabel kauft, das was so 10, 20 Euro kostet. Das ist dann wirklich ein gutes HDMI-Kabel. Weil es gibt HDMI-Kabel, die haben, wenn du es benutzt, manchmal Wackelkontakt oder so, oder du hast da Rauschen im Bild drin. Und das sind halt die billigen HDMI. Ich meine, das ist auch billig, aber von der Bewertung her kann ich mir eigentlich vorstellen, dass er gut ist. Und ja. So, dann war das jetzt. Ich bin neugierig, ich schätze, wann kommt denn das Video? Das wird entweder, warte mal, heute haben wir den 15.8. Ich schätze mal, dass am Montag kommen wird, Dienstag, oder es kommt schon, boah, ich bin mit meinem Uploadplan wieder voll durcheinander. Ich muss mir nur überlegen, wann ich es aufgeladen. Auf jeden Fall habe ich am Freitag was aufgeladen. Jetzt überlege ich, weil Samstag ist normalerweise der Upload-Plan. Da muss ich überlegen, ob ich es da aufgelade. Schauen wir mal. Und ja, auf jeden Fall, ich kriege die Elgato in einer Woche ungefähr, wenn sie aufnehmen am 15.8. Also da kriege ich es dann in einer Woche sowas. Und bei dem Video, wo ich es mit der Elgato mache, werde ich euch erst am Schluss hinweisen, dass ich mit der Elgato aufgenommen habe, und dann könnt ihr euch die Qualität einmal einziehen, ob es besser ist oder so. Ich werde das sicher nicht am Anfang sagen, weil sonst denkt ihr gleich, ja, schaut ihr gleich aus wie mit Display-Recorder, das will ich nicht. Deswegen sage ich es erst zum Schluss, und alle, die was treue Abonnenten von mir sind, schauen halt meine Videos immer zum Schluss sozusagen. Und ja, deswegen bis zum Schluss dranbleiben und nicht hintere spulen, sonst da kommt Onkel Gamer wieder vorbei. Na, auf jeden Fall, ich hab's bestellt, ich bin neugierig, wie die sein wird. Und genau, was ich noch ansprechen wollte.
Abonnent hat in die Kommentare geschrieben und gefragt, warum ich immer anwitze über die Live-Commentaries. Es liegt einfach daran, wenn ich gleich sage, yo Leute, was geht, euer Ausgang wieder am Start, dann schneidet es das yo Leute immer weg, weil es eine Verzögerung hat und die Verzögerung schneidet dann immer den Anfang weg, sozusagen. Deswegen zähle ich von 1 bis 3 Abi. Man hört da meistens immer nur 2, 3, deswegen den 1er schneidet immer weg, Display-Recorder. Voll behindert, aber was soll man machen? Bei der Elgato wird es dann nicht mehr so sein. Ich habe gedacht, vielleicht kaufe ich mal Stand-Mikro, aber das wäre alles zu teuer, weil wenn ihr Gutes haben würde, das kostet so um die 150 Euro. Und ja Leute, das war's jetzt wieder von dem Video, kurz und knackig. Lasst Kommentar und Bewertung da, wie immer. Und ja, schreibt irgendwas in die Kommentare. Schaut bei Twitter Ballerina von mir, bei mir vorbei. Ciao, Leute!